Hallo und willkommen zurück zu Sniper Elite 4. Oh, das war knapp. Ja, und willkommen zurück nach ein paar langen Tagen. Bin ich wieder hier? Ich wollte eigentlich zwei Folgen direkt aufnehmen, aber hat ja nicht so geklappt. Aber ich glaube, ihr habt das gemerkt. Und erstmal den hier abknallen. Jawohl. Wie unser Auftrag ist ja noch, die Generäle auszuschalten und natürlich General Schmidt. Nee, die Offiziere und dann General Schmidt, genau. Aber hier sind so viele Truppen. Muss ja erstmal die Truppen ausschalten. Dann können wir gechillt weiterlaufen. Weg mit dir! Schön den Kopf abgeballert. Und der nächste auch gleich. Hallo! Schön. Mit dem Fuß. Der goldene Fuß. Der Fuß der Mächte. Oh, da kommt wieder ein Flugzeug. Warte mal. 3, 2, 1. Ah, schade. Ein Laster hören sie doch. Ich glaube, wenn man schießt. Oh, scheiße. Ich glaube aber, wenn man schießt, also sowas wie mit seinem Jagdgewehr, und dann währenddessen irgendwie Geräusche kommen oder so ein Flugzeug kommt, dann hören die Gegner einen wahrscheinlich nicht, wenn man schießt. Aber ich kann das halt nicht kontrollieren, weil das Flugzeug kommt halt nur so ein paar Minuten. Und dann halt auch nicht lange. Deswegen lassen wir es mal lieber. Jetzt kommen wieder welche, da könnte ich jetzt zum Beispiel schießen und dann... Warte. Oh, die Killcam will ich mir ansehen. Jetzt müsste es keiner gehört haben. Yep, tatsächlich. Leere Lunge, Geist, erhöhtes Terrain und keiner hat's gehört. Oh, aber... Nein, ich hab den... Ach, wie scheiße ist das? Der stand genau auf dem Generator und jetzt kommt so ein Typ. Der sieht natürlich jetzt die Leiche, oder? Ja, tatsächlich. Oh, das ist der Offizier. Es war der Offizier. Ende der Nachricht. Ja, jetzt hören Sie mich. What? Lunge weg, darfst du nicht mehr rauchen. Oh, jetzt könnte ich wieder ballern. Warte mal. Sehe ich hier noch einen? Nee. Okay. Kurz mal mit dem Fernglas hier gucken. Da hinten, warte mal. Kann ich den treffen? Jawohl! Diese Killcams, ich mag sie so sehr. Warte. Wir haben eine Kettenreaktion! Ah, das hat nicht so geklappt. Ah, schieß! Ist er tot? Jawohl. Deckung aufgeflogen. Scheiße. Ah! Karl, erwick dich! Aber wer? Wer hat mich entdeckt? Kann ich das sehen? Nee, kann ich leider nicht. Ah, da komm. Ich hab verfehlt. Warte, der kommt gleich hier runter. Scheiße! Schieß doch! Meine Güte, Karl! Also Karl, da müssen wir nochmal üben. Okay. Hä? Karl, wieso flutschst du runter? Nicht runterflutschen. Da sieht es noch okay aus. Oh, da kommen welche. Da kommt die Verstärkung.
Nehmen wir immer den hinteren. Leute, nee, da starte ich jetzt neu. Das regt mich auf. Sorry, ich musste da neu starten, weil, ganz ehrlich, ich meine wieder auf jeden Fall nervt. Da, was ist denn jetzt los hier? Aber jetzt, Leute, jetzt. Oh, der Darm voll weggeballert. Oh Mann, das tut mir leid. Gut. Hab ich irgendwie einen Fallschirm? Oh, da unten ist er. Wir alle unterschrieben, dass mir die Hunde nicht toll. Aha. Hier die 7 Euro. Danke. Und ein bisschen Taschengeld. Aha. Danke. Wann beginnt das mit den Hunden? Das steht doch nämlich nicht da. Ich sehe doch nicht. Du hast es nicht gesagt. Gut. Ach, ich habe die Waffe wahrscheinlich getroffen und dann ist das explodiert. So, da kommt die feindliche Verstärkung. Jetzt. Nee. Jetzt. Da war noch so ekelhaftes Blut. Habt ihr das gesehen? Aber war ein Herztreffer. Kann ich auch einen Hundkill machen? Warte, ich will einen Hundkill machen. Ach, schade. Es war sogar ein Hundtreffer. Aber ich habe keine Killcam bekommen, weil der auf dem Boden lag wahrscheinlich. So, jetzt warten wir, bis der aufsteht. Oh nein, der andere Typ kommt. Hör auf! Hey, der schleppt den mit. Hör auf, den mitzuschleppen. Ich habe einen Double Kill gemacht. Das ist ja geil. Oh, scheiße. Die schießen. Immer da. So, jetzt will ich einen Hohenkill machen. Warte. Gleich. Ja, lauf schön weg. Nein! Ich hab das jetzt nicht gezählt. Oh. Jetzt kommen sie auch alle, Alter. Stirb, du Bastard! Warte, ich werf eine Granate. Oh. Gut, der ist tot. Hier ist noch einer. Krieg dich! Oh! Bastard! Das Ding ist, ich sehe hier nichts. Bam! Nochmal Lack gesoffen. Aber ganz schnell. Okay, hier ist noch der letzte Nazi-Offizier. Oh, warte mal, da hinten. Ich brauche einen besseren Überblick. Hier kann ich leider nichts mehr machen. Deswegen müssen wir mal hier weg. Ganz ruhig, Karl. Ah, ich find's schön, wenn hier alles in Flammen steht. Dann weiß man, man hat gute Arbeit geleistet. Ruhig, Karl. Ruhig. So. Sprinten wir noch ein bisschen. Ich hoffe, da ist jetzt alles clear, oder? Na, kann ich immer noch nicht sehen auf der Karte. Hier ist einer. Mit dem von mir aus abschießen.
Junge, das Gehirn einfach weggeballert. Oh, boom. Ist halt immer noch geil zu sehen. Oh, das ist yummy. Ich sehe leider keinen. Deswegen müssen wir ein bisschen weiter vorrücken. Nehmen wir gleich den Cluster kaputt machen. Für Ablenkung habe ich das einfach mal gemacht. Und natürlich, weil ich es wollte. Ist das ein Fass? Das will ich kurz sehen. Nee. Das war ja kein explosives Fass. Immer treffe, Alter. Und schon wieder. Ja, warte. Ah, scheiße, Deckung aufgeflogen. Oh, jetzt wird hier richtig hart gekämpft. Ah, ich darf nicht so vollautomatisch da drauf gehen. Das Ding ist so krass ein Rückstoß. Und ich muss aufpassen. Alter. Oh, scheiße. Die Granate hätte mich fast gekriegt. Ja, ruhig, Jungs. Ruhig. Jungs. Eieiei. Hier den nebenan töten. Alter, komm doch mal runter. Ich muss hier hinter. Ja, brauchst gar nicht so schreien, Alter. Alter! Was ist da gerade explodiert? Ich brauch mal hier gleich ein Medipack. Gott, alles full. Au. Ruhig, ganz ruhig. Jungs. Chillt mal. Euer Führer ist immer noch am Leben. Ja, nicht ja. Warte. Tot. Genau das sage ich. Und nochmal. Okay. Wer sieht mich hier noch? Da oben. Runter mit dir. Ja, ein bisschen weiter runter. Jetzt! Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal rüber und versuchen, die noch auszuschalten. Oh, da ist er ja direkt, der Offizier. Oh mein Gott, ich hab verfehlt. Abschuss. Oh, Scheiße. Nee. Nochmal. Nein, es hat nicht gespeichert. Ja, geil. Hätte ich mal nicht verkackt. Stehe ich mich auch an. Digga, weg mit dir. Hallo. Als ob. Ich bin jetzt wirklich gestorben. Oh mein Gott, was war denn mit mir jetzt los? Sorry, ich stehe mich wirklich dumm an. So, aber jetzt. Dich weg. Dann dich auch weg. Und dann da oben noch einer. Oder? Ja, da irgendwo im Gebüsch, oder? Wo ist der? Da oben. Ich sehe dich. Und ich treffe dich nicht. Warten. Jetzt.
Das hat ihn nicht getötet. Jetzt geht er nochmal runter. Ist ja blöd. Na, endlich. Wer sieht mich hier? Keine Ahnung. So, jetzt nochmal versuchen, den Offizier da zu töten. Das ist er, glaube ich. Warte, warte. Hier. Du stehst auf meiner Abschussliste. Wie treffe ich ihn denn nicht? Hier. Nochmal. Ich bin kurz in den ins Fuß geschossen. Zeig dich! Feigling. Anstrengend. Ganz anstrengend. Gut. Die verfolgen mich jetzt alle. Ich muss jetzt schnell General Schmidt heißt er, ja? Ausschalten. Oh, da oben ist er ja. Wir sollten uns ein wenig besser kennenlernen. Das hier ist für die Orchidea. Komm. Mann, Schmidti. Kannst du mal gute Sachen machen? Sonst nichts. Also von dir habe ich irgendwie nicht viel gesehen. Oh mein Gott, aber ich muss mich beeilen. Hier schnell die Kamera zerstören. Das müssen wir nämlich auch noch machen. Zack. Und hier ist noch so ein Tresor anscheinend. Hallo. Boah, ganz ruhig. Ich will doch sein Anwesen mal kurz angucken. Wie komme ich hier rauf? Ah, ich sehe es direkt. Und er hat hier noch seinen geheimen Tresor. Na, Schmidti, was hast denn du hier versteckt? Will ich mal direkt mal sehen. Okay. Ah, eine Waffe. Aber die ist nicht schallgedämpfert. Ist eigentlich eh jetzt egal. So, aber weg hier. So, sein Fahrzeug. Gehen wir hier den Haupt... Eingang raus. So, Jungs. Machen wir einen Abgang. Auch schön mit euch. Ein gewisser Kessler erwähnt. Da klingelt was. Kessler? Na, wieder so ein rechtsradikaler Deutscher. Aber für uns ein weiteres Ziel, das wir ausschalten können. Und da freue ich mich doch. Mehr töten. Jawohl. Okay, da ist unser Fluchtort. Karl, sprinte. Die Nazis sind immer noch hinter dir. Aber du hast es geschafft. Von dieser Insel weg. Und tschüss. Ein Name fiel immer wieder in Sanchelini. Andreas Kessler. Genialer Raketenwissenschaftler. Pionier der Lenkflugrakete. Schurzenjäger. Trinker. Besessener Nazi. Kesslers Fachgebiet sind Langstreckenraketen. Aber das SOI vermutete Probleme mit der Funksteuerung. Die Zerstörung der Orchidea beweist, dass wir falsch lagen. Sehr falsch. Die Orchidea war ohne Zweifel ein leichtes Ziel für einen Test. Aber wenn die Nazis über lenkbare Langstreckenraketen verfügten, würde das den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Laut US-Geheimdienst, dem OSS, ist Kessler in Süditalien, vermutlich protegiert von einem Nazi-General namens Heinz Böhm.
Ich wurde in die Küstenstadt Bitanti entsandt, um unseren OSS-Kontakt zu treffen. Angesichts der bevorstehenden Invasion Siziliens war es wichtig, die Pläne der Nazis zu lüften.